Als ich Klaus Littmann das erste Mal begegnet bin, konnte ich gar nicht fassen, dass jemand von diesem Format in Kärnten ein Kulturprojekt verwirklichen wird. Das war sehr aufregend und hat mich motiviert, die Nähe zu ihm und zu seinem Projekt weiterhin zu suchen. So habe ich miterlebt, wie dieses Projekt entstanden ist, wie es sich entwickelt hat, wie Kärnten es aufgenommen hat, wie die offizielle Seite und die nicht offizielle Seite dazu reagiert hat. Emotional war das für mich eigentlich ein Grund, weiterzumachen und an diesem Projekt auch in irgendeiner Form teilzunehmen. So verstehen wir das als Trailer, Teaser, vielleicht sogar ein bisschen ein Rohschnitt von einer Arbeit, die wir nächstes Jahr als Film, als Dokumentation abschließen wollen. Was es dringend braucht, ist ja, wie immer, wie überall, das klagt man nicht alleine, mehr Geld für die Kultur. Aber jetzt in dieser Kürze, dieser Zeit ist doch einiges entstanden, dass doch auch die bestehenden Institutionen, also die meisten zumindest, ja, jetzt auch einen Beitrag leisten, das Thema aufnehmen und mit ihren Mitteln, die wirklich, also zum Teil wirklich also nicht akzeptabel sind, meiner Meinung nach, aber etwas machen und damit jetzt eigentlich auch aufzeigen, welche Ressourcen eigentlich in dieser Stadt sind. Ich rede jetzt nur mal vom Kulturellen. Dann doch irgendwo finde ich es jetzt, also gerade jetzt zum Beispiel, wenn man ein Theater hat für eine Stadt von knapp 100.000 Einwohnern oder um die 100.000 Einwohner, dass da dann eigentlich der Beitrag ein bisschen plakativ ist, also indem man einfach sagt, ja gut, wir machen auch was. Ich habe gesagt, ich fände es schön, wenn auf dem Spielplan was erscheint. Und jetzt kommt Tannhäuser. Also ich muss sagen, das ist ein bisschen einfach gestrickt. Und, eigentlich auch eine verpasste Chance. Natürlich ist Kunst, ein Kunstprojekt irgendwo immer auch politisch, aber hier bin ich jetzt auf einem Boden gelandet, der Alltag hier, ich erzähle es immer, wenn mich in der Schweiz jemand fragt, wie ist denn das hier, ne? Dann sage ich, das erste Charakteristikum, was mir aufgefallen ist, dass hier ein Name genannt wird, völlig wurscht, was für einer, und in einem Bruchteil von einer Sekunde kommt eine Farbe hinterher, also das heißt das Parteibuch. Und dann immer noch eine Revolvergeschichte, egal um wen es sich handelt, das ist völlig egal. Das ist wie, irgendwie ist das hier so die Luft geschwängert in diese Richtung. Was wirklich, ja, ich sage jetzt schockierend ist, ist eigentlich die Art und Weise und die Form, wie hier eben reagiert wurde oder auch agiert oder auch attackiert wurde. Und, da muss ich sagen, das finde ich schon ziemlich bedenklich. Also das schockiert, hat mich auch schockiert. Sie müssen wissen, die Bäume, die werden malträtiert. Stopp diesen Unsinn! Heraus mit dem Motorsägen! Sägen wir diese Bäume im Stadion um und lassen wir wieder unsere Sportler in den Sportpark spielen gehen. Weg mit diesen Politikern, die keine Ahnung haben. Die Hypoalpe Adria wird nicht in die Pleite geschickt, sondern den Steuerzahlern umgehängt. Dass eine Stadt, eine Region, ein Land, dass der Mensch von Kultur lebt und dass er sie braucht, das ist, glaube ich, offensichtlich. Und wenn man die befördert, glaube ich, tut man auch eben wirklich etwas für das Geistige und das Seelische, und ich glaube, das ist das, was die Menschen auch wirklich brauchen. Verbundsbefragung! Lassen Sie mich doch mal ausreden. Der tut schon mal aus! Lassen Sie mich ausreden. Ein bisschen Anstand schadet Ihnen auch nicht. Also. Es gibt rund ums Stadion genügend dort gewachsene Bäume zum Betrachten und zum Beobachten. Und für diese Provokation der Sonderklasse. Ich habe das Glück gehabt, nach all dieser langen Zeit ein Stadion zu finden, das nicht hundertprozentig ausgelastet ist. Was uns heute fehlt, Bäume haben wir auf der ganzen Welt, dass wir von lauter Bäume am Wald nicht mehr sehen. Ich habe einen kleinen Wald im Metnitztal, ca. 3 Hektar. Die können Sie mit Ihren Gästen gratis besuchen. Wird es nach dieser Veranstaltung eine sogenannte Wertschöpfungsberechnung geben, um wirklich zu sehen,
was an Nachhaltigkeit dieses Projekt Klagenfurt gebracht hat. Die ganze Kunst dieses Unterfangens besteht einzig und allein darin, den Menschen etwas als Kunst einzureden, was absolut keine Kunst ist. Unsere Stadtregierung geht hier auch diktatorisch vor. Früher hat man solche Brunnenvergifter sofort am nächsten Baum aufgehängt. Heute kriegen sie sehr viel Geld dafür. Ja, das ist für mich etwas, mit dem ich nicht umgehen kann. Man hat wirklich den Eindruck, hier wurde nichts gelernt aus der Geschichte. Es werden, können hier wieder Dinge gesagt werden oder sind salonfähig. Ja, das wird immer schlimmer. Und die Verrohung der Sprache, des Diskurses, der ist nicht akzeptabel. Das kann man nicht einfach so annehmen oder sagen, ja, ja, ist halt so. Und das nervt mich auch, wenn ich dann höre, sage, ja, ja, Österreich ist halt so oder Kärnten ist so. Ja, was ist das denn für eine Aussage? Also wenn derjenige, der das sagt, der muss doch über seine eigene Aussage schockiert sein. Denn wenn er das so sagt, heißt das, er hat es akzeptiert. Er hat es so angenommen und ja, jetzt nehmen wir halt das nächste Gläsel weißen Spritzen. Magst du irgendwas? Magst du noch irgendwen grüßen? Wir haben die ganze Projektidee visualisiert, da ist ein Baum und wir wollten uns um die Wurzeln kümmern. Dabei sind wir dann natürlich nicht daran vorbeigekommen, in der Vergangenheit zu wühlen. Und meine ersten Erinnerungen an Kunst oder Künstler sind an den Viktor Rogi, der sich sozusagen die Gesellschaft als Leinwand ausgesucht hat und mir daher, bevor ich mich überhaupt mit Kunst beschäftigt habe, schon sozusagen über ihn mit Kunst in Berührung gekommen bin. So wird es wahrscheinlich heute vielen gehen, die sich mit Kunst nicht beschäftigen, aber trotzdem mit einem Kunstwerk jetzt konfrontiert sehen, die eine Meinung dazu haben, und vielleicht ist das auch dieser berühmte erste Schritt in ein erfülltes Leben, das von Kunst begleitet wird. Auch wenn man nicht unbedingt dafür oder dagegen ist, kommt man dieser Sache der Wald im Stadion nicht aus. Und so ist sozusagen der Anfang von der Geschichte konnotiert mit Viktor und das Ende mit den Bäumen im Stadion mit Klaus. Dazwischen ist die Formulierung einer verwirrten Existenz im Dunstkreis der Klagenfurter Kunst und Kultur, eher immer unterm Radar und immer querfinanziert. Gehen wir mal rauchen. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Immer das Absurde im Auge, immer den überraschenden Moment. Wir haben mit Technik gespielt und eines hat uns doch immer begleitet. Es wurde von den großen Institutionen eigentlich nichts unternommen, uns die Hände zu reichen oder in irgendeiner Form damit aufzunehmen. In den 70er Jahren, wo ich auch hier mein Aufwachen hatte, ja, da war in Klagenfurt eine lebendige Kulturszene. Ich habe das erst begriffen, als ich von da weggegangen bin und gesehen und gehört habe, dass es woanders gar nicht gegeben hat. Es gab hier eine freie Theaterszene, es gab hier dieses Alternativkino, wo man gratis Filme sehen konnte. Die Bachmann-Lesungen, die Woche der Begegnung, dieses Theaterfestival in Villach, Kaufmann und König, Avantgarde-Komponisten, Jazzfestivals, vor allem eine Gratiskultur auch, was künstlerische oder kulturelle Ereignisse betrifft. Kaufmann und König, Maria Lanz und Rainer und all diese Leute schon in den
Werner Hofmeister und Cornelius Kolig. Nur die Frage ist, ist der Künstler wirklich auf das lokale Publikum angewiesen? Die meisten Leute aus dieser Zeit, die Produktiven, an die ich mich erinnere, haben immer über die Region rausgearbeitet. Es gibt aber eben Ausnahmen. Mein Name ist Wolfgang Koch, ich bin da in Kärnten aufgewachsen, lebe seit 1987 in Wien, habe immer wieder versucht, hinter die Kulissen von Künstlern zu schauen, also bei Christo in Paris, bei Hermann Nitsch in New York, über den ich mein letztes Buch geschrieben habe, bei Viktor Rogi hier in Klagenfurt, mit dem habe ich 5 Jahre Tür an Tür gewohnt, im Anwesen von Maria Lasnik am Lendkanal. Das war in den Jahren 1981 bis 86. Ja, wir befinden uns da eigentlich im Schlafzimmer, Wohnzimmer von Viktor Rogi. Das war das Gartenhäusl oder die Holzhütten vom Haus von der Maria Lasnik. Und da war der Viktor in Untermitte und da hat er sozusagen gehaust, gelebt, entwickelt, fantasiert, gekünstelt. 1946 stellt sich der 19-jährige Yves Klein hin und signiert den Himmel. Im selben Jahr war Rogi 24 Jahre alt, malt die möglicherweise kleinsten Kühe der Welt. Dann durchläuft er so verschiedene Phasen. Er war ja Deserteur und Simulant im Zweiten Weltkrieg und danach durchläuft er so verschiedene Phasen, indem er verschiedene Berufsbilder ausprobiert. Er will Profifußballer werden, er will so wie Andy Warhol Stepptänzer werden. Hat alles nicht wirklich funktioniert. Er ist als gelernter Stuckateur durch die Ateliers von anderen Künstlern gegangen und schließlich durch die Schlösser von Kärntner Adeligen. Und in dieser Zeit hat er begonnen, so ein Werk aufzubauen zwischen Bildhauerei und Lyrik. Und als er mit dieser Phase fertig war, begann sein Werk wirklich zu explodieren, was diese Ready-Mades im Gedruckten betrifft, was die Mail-Art betrifft, also Postkartenkunst. Diese Postkartenwerke und dieser Bilderhaufen, der irgendwie natürlich wieder an den Jonathan Messe erinnert, aber Messe ist ein Messi. Das war der Rogi nicht. Der Rogi war ein Mönch, der alles brav sortiert hat. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, dass er mal verhaftet war. Bei einer dieser Verhaftungen, wo er im Polizeigefängnis ist, wollte er nicht raus, weil ihm die Einrichtung so gut gefallen hat. Sie haben gesagt, du kannst schon nach Hause gehen, ne? Nach ein paar Stunden Untersuchungshaft. Und er hat gesagt, na, er bleibt jetzt da, weil genauso will er es eigentlich haben. Nur der Tannenwipfel rauscht, nur das Birkenlaub im Hain flüstert durch die hehre Stille. Nur die Nachtigall und Grille scheint der Nachtluft sich zu freuen. Ich bin vertraut mit jenem Grausen, das Mitternacht im Walde webt. Wenn stumm bewegt, die Eichen sausen, die Häher krächzt, die Eule schwebt. Aus grüner Waldnacht ruft Gegurr der Tauben, bald nah, bald fern. Des Mondes Lichter irren ins Blätterdunkel. Kleine Vögel schwirren durch der Geranke und durch die Hopfentrauben. Die großen Spinnen wohnen in der Farne. Voll blauen Scheines glänzt ihr Netz wie Tau. Sie gleiten schnell auf ihren schwankenden Bau und weben enger ihre weißen Garne. Im Wald, im Wald. Ja, da gibt's heut Kasind. Im Wald gibt's heut Kasind. Abendlich schon aus der Wald. Der große, schöne Wald, schöner, großer 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 Wald. Schöner, großer Wald, schöner, großer Wald, schöner, großer Wald.
Das eine unterscheidet sich vom anderen durch sich selbst, sagte der Mann zu der Frau neben sich, die daraufhin mit gespannten Flügeln losflog und weite Kreise ziehend, eine Schrift nachahmend, steht der Notwendigkeit. Schließlich auf einem Hügel gelandet, Böllerschießern die Lunte wegnahm und sich damit eine Eve anzündete. Was hat das mit dieser Zeit zu tun? Wir werden die Bäume fällen und damit verhindern, dass der, der sie pflanzte, einen Schatten hat, um sich vor der Sonne zu retten, die ihm das Hirn verbrennt. Die Glutkugel aber ruht seelenruhig in sich und heizt uns allen mit dem ein, was wir ausgestoßen haben. Ganz langsam, aber ebenso sicher, hat sie auf uns herabgesehen, alles still beobachtend, wie er das Fass aufmachte und alles überflutete, nach den Feierlichkeiten zu einem der vielen innerlichen tausendjährigen Reichskirchtage, die hier abgehalten wurden, wie sie das Band durchschnitten für die neue Brücke, das Stadion, den See, die Seen, die Bank, das Kaufhaus, den Wald, die Wälder. Ja, auch zu den schönen grünen Wäldern wurde uns das Band durchtrennt, mit einer Schere vom Strein in der Bahnhofsstraße. Sie sah sie schießen und trinken, reden, jammern, schreiben, lesen, baden, tun, verwalten, überreden, überstimmen und umgekehrt. Ja, es war ein Spaß. Ja, es hat gepasst. Ja, es war richtig. Ja, es war schnell, zu schnell. Es ging zu schnell. Es lief quasi den Bach hinunter. Aber da war der Kamm. Er hielt es auf, wir holten es heraus, fischten es aus dem Wasser, und jetzt warten wir, bis es trocken ist, damit wir es im Trockenen haben. Das Tuch, die Schäfchen und die Kehle. So haben wir Durst und trinken den Bach auch noch aus. An diesem schönen, gewaltfreien Tag sterben 100 Tierarten aus und 60.000 Fußballfelder werden verbrannt. Fußballfelder können brennen? Nicht, wenn wir sie vorher mit der Kettensäge, aber ohne Ketten umschneiden, niederschmettern, abreißen. I tu wohl, i tu wohl, als wann mir nix war. Diese Stadt ist Heimat vieler Künstler. Manche wollten was verändern. Schließlich war jahrelanger Stillstand und passives Handaufhalten. Wegelagerer und Selbstbediener feierten und feierten. Im Ausland würde man es Korruption nennen. Hier ist es eine Vetternwirtschaft der Grundstückreichen mit Politik und Wirtschaft. Die alten Nazi-Partisanen slowenisch, der Kärntner spricht Deutschwunden aufreißend, hat man neue Geldwunden an der Vernunft vorbei entwickelt. Wie sonst konnte das Missverständnis entstehen, eine Uni am Stadtrand und das Messegelände inmitten der Stadt als Denkmal an das Schwarze Loch zu errichten? Hier standen die Gewinne einzelner vor dem Wohl der Stadt. Auch im Kunstbereich gab es einige Beamtenbereicherungen im großen Stil. In diesen langweiligen Kanon der Raffgier und Falschheit setzt sich eine Welle von Kunst und Aufbegehren gegen die Falschspiele. Keine Empörung, sondern lautes Leben mit einem internationalen europäischen Innehalten, am Nationalen sich gar nicht so arg störend, die Augen nach außen gerichtet. Galerie Freund Hildebrand und Künstlerhaus. Viktor Rogi ist der wohl bedeutendste Künstler,
dieser grauen Nachkriegszeit, was die Arbeit am Schnitt zwischen Kunst und Gesellschaft anbelangt. Die hat auch damit zu tun, dass Motor City der ideale gesellschaftliche Nährboden war für so einen Aufrührer und Großdenker. Er fand hier keine Konkurrenz vor, aber auch kein Niveau, auf dem man ihn mit goldenen Handshake ins Museale hätte hochberuhigen können. Jetzt haben wir den Salat und kein Buffet, an dem man sich darum streiten kann. Die Sättigungsbeilage wieder hochwürgend, vor dem Radio die lauten Schreie der ungebrochenen Berufsgegner hinunterwürgend, sitzt der Toblerone mit hoher Stirn und fliehendem Haar prächtig am Klagenfurter Naschmarkt und schaut in die Zukunft. Vom Süden her kommt ein Wetter und aus der Kombüse ein Fisch. Ja, was soll's, dass er eigentlich Benediktinermarkt heißt und sich mit Leib und Seele der Alpenadria verschrieben hat. Soll nichts anderes sein, die Naschkatzen schleichen umher, wild um sich blickend, jede Regung in sich aufnehmend, werden sie gleich da sein, wo sie hin wollten und ein Bier bestellen. Die Vitrine ist aus einem Kunstlokal. Hier hat es mal frische Wut gegeben. Langsam stellen sich die Wolken über den neuen Platz auf, wo eine Parade abgehalten wird, bei der ein glatzköpfiger Stuckateur lauthals »Ich bin ein Büro« meinend subversive Parolen von sich wirft, wie Stuck an die Decke, nur dass dieser sich um ihre Ohren wickelt und langsam in sie eindringt. Die Statthalter, Volksvertreter, gut meinende Nachplapperer, die Vorseher und jene, die sich Sorgen machen um unseren lieben Lindwurm. »Ah, hast du den Viktor gesehen?« »Ah, was?« »Den Viktor?« »Na, nix.« »Ich suche den Viktor jetzt schon zu lange. Wo ist der Mut, die Wut, wo das letzte Hemd, der Löffel mit dem Loch? Wo ist die Sollbruchstelle der Liebe, die Gewalt des heutigen Tages mit Humor entzündet und den Brand mit Wein löscht? Wo ist der, aus dem Weg schreit und dir das Bein stellt, der dir die unsichtbare Ausstellung zeigt, dich jedes Mal nicht kennt und doch mehr Heimat hat und bietet, als alle Fahnen und Säle und Reden und Jubiläen zusammen auf ein Brot geschmiert, als Blutwurst Cordon Bleu, mit eben dieser Sättigungsbeilage, die der kleinsten Zeitung beigelegt ist, jeden Sonntag, jeden verdammten Sonntag, immer zwischen Ostern. Wo ist der Viktor, frage ich wieder. Der ist überall und nirgends, sagt einer, der gleich aufstehen und endlich gehen wird. Der ist eben da gewesen, kurz bevor du kamst, und wenn du gehst, kommt er wieder. Da drüben war er, siehst du da? Der Steinmetz und dort der Lackierer. Jetzt sucht er gerade irgendwo einen Kugelschreiber. Gestern war er einer, der ein Café aufgemacht hat, und davor war er ein Büro. Er ist die Option, die Möglichkeit, das Wirtshaus und die Schank. Der Boden, auf dem du gehst, die Treppe, die du hinunterfällst. Hier, ich habe ihn gezeichnet. So sieht er jetzt aus.